Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Bad Desert Online. Heute will ich mal über den neuen Anime Netflix Film Puppets reden, der heute rauskommt, dessen Spoiler waren. Und bitte, Spoiler, gerne für den Anime. Wenn ihr schaut ihn zuerst, bevor ihr die Video tut. I may have forgotten my history weil lessons, wenn noch but Spoiler. I can work a furnace. Mal mit der Hintergrund, siehst du mal. In Tokio ist auch immer ein Phänomen aufgetaucht. Namens Bubbles. Da sind so eine Bubbles erzielt. Diese sogenannten... Bubbles? So wie Seifenblasen halt. Okay, well, why is okay. Seifenblasen, aber eines Tages ist eine Explosion passiert in Tokyo Tower, in der rote Turm passiert. Dadurch ist auf einmal eine riesige Bubble um Tokyo passiert, oh, um das Zentrum von Tokyo. What did you und do? Die Bubble sind zerplatzt. Nothing. This should be right. Dadurch ist er immer mehr und mehr überflutet von Tokio und immer mehr Leute haben Tokio verlassen. Das heißt, sie starten Tenatik-Tom und haben Tokio für sich beansprucht. Daraus sind verschiedene Truppen entstanden. Nur alle Truppen haben weiß, er wollte es auch nicht mehr. You're on firefighting duty! Out of my way! If I leave this to you, the whole place will burn down. Alt. Was ist in dem Anime passiert? Und Hauptcharakter Hideki kann übermäßig hören. Alt. Und hat etwas das Besonderes? Er scheint die Bubbles gut benutzen zu können. Und er kann auf dieses sogenannte Bubble auch. Alter, auf den Bubbles laufen, also hüpfen, genauer zu sagen. Was aber nicht leer kann. Was dann etwas, ja, Besonderes ist, muss man ja sagen. Halt. Eine sehr besondere Einzahl. Das kann, und er ist in der Lage, eine bestimmte Melodie zu hören, die aber nur er hören kann und niemand anderes. Und er versucht dann eines Tages auf den Tokyo Tower aufzutettern, was leider nicht gelingt. Er stürzt ab und fällt runter und verletzt noch dabei. Währenddessen sieht man eine Bubble, die er sich dummes verhält. Ist sein Gefühl zu sein. Und Ende verwandelt sie es in ein Mädchen. Was mit dem Namen Uta bekommt. Eben ist Anfang des ziemlich seltsam. Er wie ein, ja, Tier. Und ich wie ein Mensch. Aber kann ich nicht mal einmal sprechen. Anfang sein hielt die da nicht so wissen. Das ist es dabei, um eine Bubble handelt. Denn er wird auch erst später herausfinden. Weil, wenn... Er... Wenn Hideki Uta berührt, dann verschwindet ein Teil ihres Körpers. Was leider, naja, nicht so schön ist, muss man ja sagen. Und Teams an die Sache wissen, unter und hinter die an die deine Meldung. Weil das wird mehrmals dort erwähnt. Und Ende, was findet sie genauso wie die deine Meldung? Ups, ist auf einmal, hat es aufgelöst. In
Babbitts. Halt. Ist halt ein leider Name. Für mich selber, dass sie auch so damals so bei Total Tower war und so mal gesehen haben, nur damals in ihr Bubble aussehen. Sie hat auch damals relativ von Explosion gerettet. Und sie wäre sie halt ja tot. Und irgendwann die raten die Bubble aus und tolle, weil sie so lange selbst Mensch aufgehalten hat einfach. Halt. Für wen ist eigentlich Anime was? Einfach für Romance-Fans. Einfach für alle, die Liebes-Anime mögen. Auf jeden Fall. Und für alle Sport-Anime-Fans. Ja, Sport. Weil dort wird ein paar Toursport machen. Halt. Das schon ein paar Mal vor. Und eines schon sehr. Eines Thompson auch vor dort. Es ist eine der wichtigsten Sachen innerhalb dieses Animes. Also, Thomas Leute. Ich glaube, ich bin noch mal sehr, sehr, sehr wichtig. Halt, also wer sowas wie Parkour laufen mag, bedient auf jeden Fall diese Anime auch was. Ist auch sehr gut, dem Martin Anime vorsetzt. Das Opening, muss ich sagen, finde ich noch mittelmäßig. Der Anfang und Ende sind halt nicht so schön an, aber die Mitte ist schön an. Aber allgemeine Musik in Anime ist einfach nur super schön. Auch einfach nur. Auch die Charaktere finde ich nicht so schlecht. Und ich bin dein Profi. Ernsthaft so. Als Sade ist meine eine ganz normale Person, die sich nicht so mit Filmmachen auskennt. Und da ist meistens wisst ihr da, weil sonst habt ihr diese Sache interessiert, aber ernsthaft, wenn man ein Anime selber tut findet, dann soll man den Sound, man sollte nie die Meinung an anderen nehmen und immer an eine Meinung machen, an meiner Meinung nach. Ist dann einfach noch weiter für es ist ein sehr schöner, unterhaltsamer, gut designter Anime-Film. Einer der besten, die letzten Jahre auch rauskam. Das muss ich auch mal dazu sagen. Natürlich haben der Metal, ist ob ein Anime-Film oder nicht, für mich, ja, ist der. Auf jeden Fall, mit seinem Film. Entweder sagen, weil der Warner-Spar war, Star Wars, oder dass der Teil Anime, aber ich finde schon, dass ein Anime ist. Und ich sage auch wirklich nur weiter im Film. Wenn du wer was schon schauen willst, am Wochenende, dann schaut uns diesen Film in Ruhe an. Ich werde es einfach nur lohnen. Würde es komplett lohnen für diesen schönen Film. Schöne Musik, schön designte Charaktere. Uta. Bin außerdem für die Persönlichkeit, auch wenn ich viel Spaß ist, aber ihr Persönlichkeit einfach noch teilweise, ja, mit des Witzes und einfach noch unterhaltsam. Man hat einfach mal Teil von Liebham. Und hier die haben den übernatürlichsten Körperfähigkeit auf der Welt haben. Und es übermäßig er kann sich noch eine Melodie hören. Die Babbitts Musik. Ach doch. Yes, it is. Also, wer noch. Auch die Nebentatjahre. Ist alle Dice. Ich vermute, es ist eine Stereotypen, weil wir haben den stummen, gemeinen Typen, mit der einfach nicht spitz, der so viel Data hat. Und außerdem, wir haben Vampir. Dann für den anderen Täters. Und der ist besser als jeder Leiste. Ja, spielst nicht mehr vor, sondern du bist Bach, denn irgendwie, was tue ich denn, sehe ich das daran, das. Ab und an Ende passiert natürlich die Katastrophe, alles steht im Bach runter, alles in Gefahr, weil Uta schon nicht dort war.
Und am Ende verschwinden die Bubbles wieder und Toto wird dann schon wieder aufgebaut. Und die darf an deine Lude filmen. Wieso baut man eine Stadt wieder auf, wenn dessen alles unter Wasser steht? Also zum Teil. Das ist auf jeden Fall Nis. Meiner Ansicht nach. Aber es lohnt einfach. Please understand. Animation. Wunderschön. Man kann super schön die Sportanlagen sehen. Und für ein Sportanime wisst es ist. Weil die Parcours-Einlagen sind richtig schön. Und immer in der passenden Momente wunderschöne harmonische Musik. Und Aussehen der Bubbles. Manchmal gibt es auch riesige gefährliche Szenen, wo man glaubt, da tönt ein Tanter Stern. Halt, weil ich die Tante Studios ohne Wiederkehr. Wer da reinfällt, kommt nie wieder. Halt. Manchmal ist es tot davor, dass einer von denen da halt reinfällt. So ist passiert dort, aber es kann passieren, dass einer dort reinfällt. Na, und wenn nein, wenn dann jemand vermutet ist, wird für immer. Glaube ich zumindest, wo ich die Maus sind dafür, wenn es wenn das Studio und Wiederkehr heißen. Also, das würde dann was Sinn machen. Aber alle Tatias allgemein dann sehr gut mir Anime. Und unterhaltsam. Mal lustig, mal traurig. Mal was ist da passiert. Und schöne die Romans ist sehr gut gemacht. Pass auf. Weil man sieht, dass Uta ja ihn überall lieb, aber er kann mit ihnen zusammen sein. Er kann ihn nicht berühren. Was irgendwie ein bisschen traurig ist. Also ich kann jedenfalls sagen, ich empfehle diesen Anime-Film nur weiter. Absolut weiter. Sofort anschauen und wenn es dann schauen, nochmal an. Empfehle ihn um andere weiter und wer bis hierhin tot einfach mal haut unten Kommentar eure Meinung zu den Filmen, wenn ihr so eine gesehen habt. Dude, schlecht findet, mittelmäßig, ich empfehle sehr gut. Ich habe lange auf diesen Film gefunden, wollte nicht enttäuschen. Natürlich, ein Trailer kann immer täuschen. Halt. Und deshalb, bitte unten Kommentar. Also, obwohl es durch der Gravitationsschwimm, also man dann fällt an zu schweben. Aber dieses Schwebeding ist nicht so extrem, wie man einfach denkt. Natürlich, der Wind passt Steine, einfach eine Bahn. Aber es ist nicht so ein. Also nicht so hinten, auf einmal fliegt die ganze Stadt in den Himmel. So ist das nicht. Also kann sein, wenn man so geredet haben, da fliegt die ganze Stadt durch die Dehn. Nein, es sind so einzelne Teilsporten. So ein bisschen hochgeschwebt werden halt. Und das ist die Hauptsache der Bubbles, der Seifenblasen. Und wieso man überhaupt diesen Sport, warum sie ja per Toursport dort, dass man sie um Vorräte. Stattdessen auf die 12 Sound um die Freude, machen wir ein schönes Spiel, der erwähnt wieder um die Vorräte und alle sind tödlich. Und die aus anderen Tälern sieht immer gemein. Er sagt, die haben Thomas das Schuh mit Wasserdüsen. Wie du meinst, ist das denn eigentlich? Und hier am Ende tönt die dann diesen Schuh auf der Filmin Ben. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hier das Video. Ich habe mal deinen Loot aufgenommen. Und die Türzer, hat das Video ein bisschen Türzer. Aber es ist auch schon spät. Wir haben schon 11:30, wenn ich das aufnehme. Ja, sehr will sein. Tschüss und bis nächste Folge von Let's Play Battlefield Online und schaut den Film jetzt noch an. Und Tee, morgen nach der Arbeit, nach der Schule oder nach der Saufparty.
Ich darf es mal. Also, tschüss und bis zur nächsten Folge. Aufnahme bitte aus. Kommt.